So, ciao, da este Alfonso, un de Alfonso vos dice, vos se viese funcionieren mit de Bundesrat Wahl in de Schweiz. Und vielleicht die Frage kann ja auch in de Bundesrat. Vor der SP vielleicht, muss ich schauen, tun wir mal anrufen und schauen, was sie sagt. So, muss ich die Telefonnummer? So, machen wir die Telefonnummer, tun wir anrufen. Und machen wir den Lautsprecher. Guten Tag, das ist Alfonso von der Schweizer. Ich habe eine Frage für die SP. Und zwar ist, mich würde mal wundern, wie es funktioniert mit der Bundesratswahl. Ja, wie es das funktioniert, oder? Wer tut entscheiden, wer kann in den Bundesrat gehen und wer kann nicht in den Bundesrat gehen, oder? Ja, natürlich kannst du so verbinden, oder? Gut, verbinden. Schau, wo eine tut die Abene, oder? So, und hat die Maus eine Chance? Macht die nicht, tut man nochmal an. Mal schauen, so. Tun wir nochmal telefonieren, so. Und nochmal telefonieren. Hat schon wieder raus geschossen. Tun wir nochmal telefonieren. Da ist sie nochmal, Alfonso. Nein, sie weiß ja nicht, plötzlich hat er machen tut 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 und da bin ich schon nicht mehr höre, oder? Okay, danke schon. Buongiorno, Frau Sprecher. Ist Alfonso da und hat wollte fragen, wie sie da funktionieren mit der Bundesratswahl, oder? Ja, wer ist entscheidend, wer kann in den Bundesrat und wer ist nicht in den Bundesrat? Ah, ist sie da rennen? Da muss man rennen machen. Muss sie da ein Rennen machen, muss sie säckeln wie ein Mori, oder? Ah, du musst alles geben. Ja, hat ja Alfonso auch die Möglichkeit, in den Bundesrat zu gehen vor der SP? Ja, sicher muss sie den Bundesrat muss sie verbessern, die Schweizer Politik, oder? Ja, das mag ja nicht, Alfonso ist ja kein Problem, oder? Nein, das ist über... Ja, sie gerade in der Zeit, gell? Also, sie arbeiten schon noch ein bisschen, oder? Muss sie Aha, arbeiten, ja, aber oder? könnt ihr dann eben nicht mehr arbeiten. Ja, Das ist ja gerade das ist ja auch klar. Vollzeit. Das Das ist ist ja auch kein Vollzeit, ja. Problem, oder? Nachher kannst du nur mehr arbeiten, das weiß sie schon, Ja. oder? Also verdienen tut ihr schon, ja. Müsst ihr dann sonst nicht mehr arbeiten. Richtig, eben, das ist die Frage, oder? Und Ja. was, wieso SP, oder? Was ist das Ziel von der SP? Dass wir einen Nachfolger haben für den Bundesrat Moritz Leuenberger, das ist unser Ziel. Eben vor dem Moritz, oder? Also der tritt zurück und wir möchten gerne jemanden wieder von SP im Bundesrat haben.
Aber wieso muss ja wieder SP? Gehen ja auch andere, oder? Kommt ja nicht schon drauf an, wer ist SP Ja, oder. das ist jetzt eben die Frage im Moment. Da gehen jetzt also die Meinungen auseinander. Also wir hätten eben gern nach wie vor gern zwei. Zwei. Genau. Welches war ist von der SP? Also wir haben ja noch die Micheline Galmire. Ah, ist auch von der SP? Micheline Ja, Galmire. aber denkt Oh! es gar nicht. Die ist eben super, genau. Und der Moritz Leuenberg, aber der geht ja jetzt. Ja, Moritz hat gesagt, er geht dann um, was der Bundesrat macht, oder? Ah, nein, würde wirklich interessieren von der Bundesrat. Eben, Alfonso. Nein, komme, also ich würde gerne in den Bundesrat, aber komme nicht wirklich so ganz draus, oder? Darum habe ich gedacht, ich muss mal fragen, wie das funktioniert. Da ist Alfonso. Und würde gerne in den Bundesrat für die SP. Nein, bin ich noch nicht in der SP, muss ich einen Beitritt machen. Ah, das tut helfen, wo kann ich beitreten? Wie muss ich beitreten? Ah, da bin ich schon dabei. Nur Adresse muss ich sagen. Ja, Namen, Adresse, seid ihr schon dabei, dann schicken wir euch einen Brief und sagen willkommen und dann seht ihr gerade, um was es geht Ah, das ist aber interessant. Aber muss ich nachher zahlen, wenn ich bei der SP? Ja. Ah. Ist nicht mehr gratis heute. Ah, ist nichts mehr gratis. Ja, aber das ist eigentlich nicht der, das ist nicht richtig. Ja, weiß ich nicht ganz genau. Also wenn ich bin, italienische Regierung, muss ich sicher nicht zahlen, oder? Nein, da muss ich, nein, jeder hat aber sonst genug Probleme, die Italiener, muss ich nicht tun, da auch noch aufräumen, oder? Ich weiß es nicht Also ganz. würde ich euch noch empfehlen. Probiert es doch in Italien. Die hätten wahrscheinlich Hilfe nötig. Ja, weiß es nicht, aber kann es schon probieren. Ja. Das ist eine gute Idee. Das ist doch eine super Idee. Das ist eine gute Idee. Probieren in Italien. Viel Glück wünsche Ja, ich euch. grazie, grazie mille. Ja, es war gern. Ade. Aber ist es nicht eine schlechte Antwort von der SP, eh? Ist gut,